Warum habe ich das gemacht? Ich glaube, ich hatte einfach Lust auf Abenteuer. Ich habe mich mal gefragt, was macht glücklich? Und ich glaube, das sind halt irgendwie Dinge, die man irgendwie erzählen kann oder die man gemacht hat. Ich bin der Stani. Und ich bin Simone und wir stellen euch heute unsere Sauna-Blaupause vor. Hier oben ist das Bett. Hier kann man über die schöne Treppe hochsteigen. Hier haben wir so ein bisschen Stauraum. Hier ist der Schalter für die tollen Boxen, die hier Musik machen. Und hier ist so ein ganz guter Stauraumbereich. Hier haben wir so die Handtücher für die Sauna. Hier unten ist auch noch was versteckt. Und hier drüben nochmal das Gleiche. Ein bisschen Kleidung haben wir hier noch, Konserven. Genau. Also ich habe ihn 2010 gekauft, den LKW. Dann stand er erstmal noch ein halbes Jahr rum, bis ich so den Ausbau geplant habe. Dann habe ich ihn anderthalb Jahre lang ausgebaut. Und mit dem Hintergrund, dass ich nicht so richtig wusste, ob und was ich studieren will, habe ich mir halt irgendein Projekt ausgesucht. Und habe das dann mit einem Kumpel, er hat sein ausgebaut, ich meinen. Dann standen wir zusammen in einer Halle und haben uns da wirklich alles selber beigebracht, von Schweißen, Blecharbeiten bis über dann zum Holz. Haben wir die ausgebaut. Dann gegen Ende vom Ausbauen habe ich dann Lust bekommen zu studieren. Und habe dann 6 bis 7 Jahre lang als Student drin gewohnt. Auch danach auch noch. Das war super, weil ich dann einerseits zuerst in Konstanz studiert habe und dann ein duales Studium gemacht habe, wo ich an zwei Orten gleich, also Arbeitsort und Uniort immer hatte. Die waren sehr weit auseinander. Dann hatte ich quasi meine Wohnung immer dabei und konnte immer wieder umziehen mit der Kiste. Die Küche ist sehr schlicht gehalten. Ich habe den ausgebaut, da war es jetzt mit wenig Geld, ist eher alles auf Low Budget. Hier unten ist der Wassertank, weil ich stand früher als Student viel. Das ist meine alte Studentenbude. Und da stand ich viel an einem Platz und da habe ich mein Wasser immer von Hand aufgefüllt. Also ich war nicht am Reisen, wenig am Reisen. Und ja, das Wasser fließt dann auch direkt wieder raus. Hier habe ich einen schönen Teekessel, den machen wir mit dem Gas hier warm. Hier ist unser Gewürzregal. Hier darunter auch. Ganz wichtig, unsere die Sauna-Waderegeln, dass man die auch einhält. Ja, unser Kühlschrank ist hier. Das ist einfach nur eine Kühlbox. Ziemlich schlicht gehalten. Und hier ist ein Badschrank. Und hier geht es nochmal weiter mit den Badschranken. Also im Stauraum ist noch hier ein bisschen was. Und wie ihr seht, ist die ganze Küche alles auf einem Podest oben. Und dann geht es dann hier weiter mit weiterem Stauraum. Und zwar kann man das rausziehen bis hier hinten. Da habe ich jetzt einfach Holz drin, aber genau, man kann auch alles Mögliche mit rein stapeln. Und da drüben geht es dann einfach weiter mit dem Stauraum. Alles, was man braucht. Für das Fahrzeug habe ich 6.200 € bezahlt, 2010. Da war das aber eine Großbaustelle, da war viel Sperrmüll drin und der Vorgänger hat angefangen, es auszubauen, aber ist dann gescheitert daran oder war zu alt, hat er gesagt. Und
ich schätze, dass ich nochmal 4.000, 5.000 nochmal mit Werkzeug, Material, alles nochmal reingesteckt habe. Also ich schätze zwischen 10.000 und 12.000 habe ich reingesteckt damals. Und ich glaube, ich habe es dann nochmal ausgerechnet, durch 2 Jahre in Konstanz wohnen in dem Teil hat sich das schon wieder mit der Miete quasi wieder alles wieder reingeholt, wieder rentiert, das Projekt. Das hier ist unsere Heizung. Und zwar war das das erste, was ich überhaupt hatte, bevor ich überhaupt den LKW hatte, hatte ich schon den Ofen. Es ist ein Buderus-Allesbrenner, aber wie man hier lesen kann, aber ich heize nur mit Holz natürlich. Und es ist ganz angenehm. Es knistert schön, leider hat er keine Scheibe vorne dran. Aber innerhalb von 15 Minuten ist da eigentlich hier der Raum warm. In der Übergangszeit ist es echt ganz angenehm, muss man oft nur einmal am Abend oder morgen heizen und dann hält es die Wärme. Aber dann wenn man im Allgäu steht oder sowas, bei minus 5 Grad draußen, dann ja, müsste man die ganze Nacht entweder durchheizen oder man holt sich dann eine schöne kuschelige Daunendecke und dann hält man da, ist da drunter warm und dann steht man halt morgens auf bei 5 Grad. Aber da kommt man durch, das geht auch. Also die Schiebetür, das war früher mein Durchgang zur Garage, wo halt Fahrräder und Werkzeug und Ramsch alles drin war. Und heute seht ihr hier direkt gleich die Sauna. Hier ist noch ein bisschen ein Werkzeugschrank und Materialschrank. Aber heute ist es nur noch ein Kinderdurchgang für die Sauna, weil es dann schon relativ eng ist, wenn man durchsteigen will. Ich arbeite im pädagogischen Bereich. Aktuell wollten wir ja mal in Freiburg leben und haben uns jetzt über den Winter auch eine Wohnung gemietet. Und genau da war ich an der Schule. Jetzt bin ich gerade in der Umorientierung und werde kleinere Lerngruppen begleiten. Und genau, nebenher bin ich in der Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das ist so meine große Faszination, die Therapie, genau. Und da bin ich gerade so auf den zwei Schienen unterwegs. Und überlege auch jetzt im Sommer wieder in den LKW zu ziehen. Ja, und ich arbeite aktuell noch im Einzelhandel, im kleinen Edeka. Aber das war auch nur ein Job, um anzukommen in Freiburg, weil wir noch relativ neu sind in Freiburg. Und habe mich jetzt entschieden, mich als Handwerker selbstständig zu machen. Also das ist ein alter Mercedes, Baujahr 73, LP 1113. Für die Technikfreaks, er hat 170 PS und ist abgelastet auf 7,5 Tonnen. Ein altes Möbeltransporterfahrzeug und dann wurde er umgebaut zu einem Ponytransporter. Die Ponys waren hier drin, da standen 3 Stück an der Zahl und vorne war dann ein Wohnbereich und das war schon immer mein Wohnbereich und hinten war dann oft meine Garage und da habe ich letztes Jahr eine Sauna eingebaut. So, das ist sie. Also ich habe letztes Jahr das Eisschwimmen angefangen mit der Simone und wir sind begeistert von der Kälte und war davor aber auch schon so ein sporadischer Saunagänger und da halt alles zu hatte und dieser Platz hier hinten nie wirklich mal genutzt wurde, habe ich mal halt irgendwie kam mir diese Idee halt eine Sauna hinten reinzubauen. Wir haben erst einfach gedacht für uns, aber dann haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass das halt echt einfach toll ist, draußen in der Natur das zu machen und wir auch gern Leute einladen wollen, Freunde und haben das jetzt so langsam ausgeweitet, dass wir einfach immer mal wieder Leute da hatten, die das auch mitgenutzt haben. Das ist eine Saunamütze, genäht von meiner Mutter. Sieht man in Finnland, in Russland oft, dass der Kopf vor der Hitze geschützt ist. Wenn man bei 100 Grad einen Aufguss macht, dann kann es schon ganz schön heiß werden. Ich habe mir sogar beim ersten Mal schon, ersten Mal saunieren, schon ein bisschen so den Kopf verbrannt. Und danach ist so eine Mütze schon was Gutes. Auch sehr schick. So, und hier wird das Ofenrohr draufgesteckt. Und es kann beginnen.
Also ursprünglich habe ich einfach nur die Sauna einfach mal reingebaut, weil ich, es war so eine Schnapsidee, ich mache es halt einfach mal und dann gucke ich, was daraus passiert. Und dann haben wir sie an Weihnachten letztes Jahr das erste Mal angemacht. Und erst dann ist wirklich so, was sind unsere Ideen entstanden, was könnten wir daraus machen, haben wir das Potenzial darin gesehen, und das kann sie uns gut sagen. Ja, also wir hatten schon die ersten Menschen da, die in der Natur mit uns bzw. in unserer Begleitung dann da die Sauna genutzt haben. Und wir haben eben noch ein paar andere Ideen, weil wir beide die Natur sehr lieben und es hier im Wagen auch einfach so toll ist, wie nah man an der Natur lebt. Und da haben wir auch zum Beispiel jetzt vor einem Jahr die Begeisterung Eisbaden entdeckt, wo man einfach mit ganz einfachen Mitteln aus der Natur total den Körper kräftigen kann und so eine richtige Lebendigkeit in den Körper kommt, also durch Sauna und durch die Kälte. Und da haben wir jetzt zum Beispiel die Ideen, dass wir gern auch so Gruppenerlebnisse, Retreats anbieten möchten. Und noch ist es sozusagen mehr im Kopf, wir haben noch keins davon umgesetzt, aber genau, das ist so eine Idee. Und Abfahrt. Sehr, sehr einfache Technik alles. Es hat ganze 12 Sicherungen, das Fahrzeug. Also wirklich kein Hexenwerk. Es hat erst 190.000 Kilometer, also ist für diesen Motor und alles sehr wenig. Der fällt wahrscheinlich eine Million locker oder mehrere Millionen. Fährt sich wie ein Auto, nur dass man halt hinten nochmal 10 Meter eine Box hinten drauf hat. Und man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass man einfach anders fährt. Sonst macht es echt Spaß. Und auf der Autobahn fahren wir vielleicht so 80, 90, aber dann ist ja schon ziemlich laut. Dann haben wir oft immer Kopfhörer auf. Und es ist einfach ein sehr gemütliches Reisen, weil man einfach nicht so schnell fahren kann. Und da kommt man auch immer wieder ein bisschen runter, weil die Physik lässt es nicht zu, dass man jetzt mal schnell um die Kurve fährt und hektisch fährt. Ja, hier, das sind meine 5 eingetragenen Sitzplätze. Hier hinten, da ist auch noch mal einer. Also ich darf 6 Leute mitnehmen. Ich habe das jetzt hier einfach als mein Stauraum, schon ein bisschen mehr für Werkzeug. Hier drüben eigentlich genauso. Hier ist dann ein bisschen mehr Technik. Und tatsächlich hat schon mal, ich nenne es immer mein Gästezimmer, aber hier kann man nochmal Matratzen hinlegen, und dann hatte ich auch schon mal einen Kumpel drin übernachtet. Der hat dann seinen eigenen abgetrennten Raum quasi. Ja, genau, das ist eine Schiebetür, aber die kann man nur von innen aus machen, weil ich dachte, als Einbrecherschutz, dass man die nicht aufmachen kann. Ja, und hier oben ist dann das Schlafzimmer. Also wenn man in einem Reihenhaus wohnt, wo unten drunter ein kleines Kind schreit, links ist der Huba-Lehrer, rechts sind die Teenies, die Musik hören. Ist halt schon mal was anders als die Regentropfen oder das Knistern im Ofen. Oder jetzt gleich der vorbeifahrende Traktor. Dann hört man halt immer wieder, wo man gerade steht, wo man lebt. Und das ist schon mal eine andere Lebensqualität. Hier haben wir noch neben Ah. Waschbeckenfunktion, können wir hier schön das Fenster aufmachen. Und dann haben wir hier unsere Außendusche. Das hängen wir dann einfach raus. Dann können wir schön draußen uns duschen. Unsere Toilette ist auch sehr schlicht gehalten. Das ist einfach nur ein Eimer, und wir spülen das alles weg mit Sägespänen und bleiben halt mal hier in der Natur stehen, und dann vergraben wir dann unsere Hinterlassenschaften. Es war eine Umstellung. Ich hab's. Ja, dass es schneiden muss. Nach einer Zeit gemocht, in der Natur aufs Klo zu gehen. Am Anfang war das etwas unnormal für mich. Also was mir letztes Jahr noch echt schwer fiel, und ich glaube, so geht es vielen, ist die Kälte. Also wenn man jetzt schläft, nicht mehr in Hochsommertemperaturen, wacht man halt auf und geht morgens aus der Decke raus und es hat 5 Grad. Und ich mochte Kälte nie besonders gern und habe unter anderem deswegen letztes Jahr angefangen mit dem Kältetraining. Und mittlerweile habe ich ein anderes Verhältnis dazu. Also ich spüre die Kälte trotzdem noch, aber
es ist nicht mehr unangenehm. Also ich habe nicht mehr so die Bewertung, die ja auch viel im Kopf stattfindet. Hier dieser dieses schöne Küchenbuffet habe ich vom Sperrmüll. Sah vorne ein bisschen lackiert und ziemlich schmutzig aus, aber dann wurde es einmal geputzt und schön geölt und jetzt ist es unser Essensschrank. Und ja, alles, was man so braucht, ist hier drin. Kaffee, Haferflocken, das Wichtigste. Hier unsere Tassen. Zur Sicherung habe ich hier nochmal so kleine Haken hingemacht, damit es nicht aufspringt, weil das habe ich schon oft genug erlebt, dass die Sachen einfach aufspringen während der Fahrt. Aber diese Schubladen zum Beispiel, die halten während der Fahrt. Da ist dann unser Besteck drin und alles, was man zum Überleben braucht. Hier haben wir unseren schönen Tisch. Den hat der Stani ganz schön hier gemacht aus diesem tollen Holz. Die Platte, der Tisch. Gab es vorher schon, der hat hier auch noch mal eine Schublade. So ein bisschen unser Büro. Wenn wir wieder da drin wohnen. Hier ist auch noch mal Stauraum in der Bank. Und hier ganz unten gibt es noch einen Keller. Wo man auch noch mal schön, wo es immer ziemlich kühl bleibt. Wo man auch noch mal gut essen und Konserven lagern kann. Genau. Man kann sich ändern, man kann einfach mal sich selber betrachten, wo stecke ich eigentlich Zeit und Geld rein, die ich nicht brauche oder die mir nicht gut tut. Und was tut mir wirklich gut? Und ich kann es eigentlich jedem, ich glaube, wenn man will, wenn man sein Vision Board hat, sein Ideal und sich hinhängt an die Tafel und sagt, so, das will ich haben, dann ist es möglich. Also ich habe da auch inzwischen so ein Vertrauen, dass dann die Dinge zu einem kommen, weil wenn man sich auf die Dinge fokussiert, die man haben will, dann kommen sie auch in irgendeiner Form auch zu einem selber, zu einem hin. Und ja, da sollte man nicht dran zweifeln. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man, auch wenn man noch ganz viele Abers sieht, aber trotzdem den Willen hat, da will ich hin, ich will auch im Vanlife haben, auch wenn ich 5 Kinder habe, was. Das klappt. Manche Menschen denken in Grenzen, andere in Möglichkeiten. Ja, und ich, also ich denke, wie du es gesagt hast, dass es wichtig ist, ehrlich zu sich zu sein und dass man klar hat, dass man selber die Eigenverantwortung hat. Hier sind wir sozusagen im Wohnzimmer oder auch in der Sauna-Lounge. Wir haben hier von einer netten Familie ein Sofa gespendet bekommen und das passt hier super rein und die Leute, die dann in der Sauna im Winter waren, die können dann hier schön drin im Warmen sich entspannen, ihr Buch lesen. Genau, haben hier noch so ein bisschen Garderobe, Saunaregeln und das ist dann immer noch ein Bücherregal für die Neugierigen. Ist dann immer ganz schön gemütlich hier. Und hier ist noch unsere Garderobe. Der hat ein, habe ich in Mecklenburg ein Geweih gefunden und mir überlegt, wie könnte ich das irgendwie verwenden. Und die Freunde, die dort schon seit 20 Jahren wohnen, die waren wirklich neidisch darauf, weil ich dachte, für mich ist es einfach normal, so ein Geweih zu finden, aber die waren wirklich neidisch, weil es so echt was Besonderes ist dort von einem Hirschgeweih zu finden. Hier unten findet man dann noch ein paar Bücher und dahinter ist dann einfach auch ein bisschen Technik und hier drunter die Batterien, wenn man es sieht, die dann gespeist werden. Oben auf dem Dach habe ich noch 200 Watt Solarplatten. Das ist ein altes Wespennest, was vor ein paar Jahren da eine Wespe hingebaut hat. Da war ich 5 Tage lang weg. Ich habe die Fenster offen gelassen und hat eine Wespe angefangen hier ein kleines Nest zu bauen und ich habe es nicht ums Herz gebracht, sie zu zerstören oder rauszujagen und habe das mal eine Weile beobachtet und dann ist das Nest immer größer geworden, da sind die ersten Jungen geschlüpft
Und irgendwann mal war das dann wirklich vielleicht so eine Kugel, die hier hing. Und ich habe hier geschlafen. Und ich bin eigentlich schon ein ziemlicher Tierfreund. Aber irgendwann mal war das dann halt hier ein bisschen zu viel los, weil hier sind die Fenster offen überall im Sommer. Ich habe dann den ganzen Lautsprecher an einem Tag, als es gewittrig war, habe ich gehofft, dass alle viele zurückkommen. Da habe ich die gesamten Lautsprecher ausgebaut und wollte ihn in den Stall hängen. Und was dann aber passiert ist, dass sie am nächsten Tag oder noch am selben Abend sind sie trotzdem gekommen und haben hier wieder angefangen weiterzubauen. Und habe dann leider erst danach recherchiert, dass man, wenn man ein Wespennest umzieht, man muss es mindestens 3 Kilometer weiter weg umsiedeln, dass die Wespen auch checken, dort ist jetzt, gibt es einen neuen Ort. Dieses Eisbaden ist dann so eine Sache, dass man lernt, wenn ich es schaffe, zwischen Eisschollen schwimmen zu gehen, dann kann ganz viel passieren. Dann hat man, glaube ich, das stärkt unheimlich deinen Willen, dass man da stärker wird und das weiß, okay, wenn ich das schaffe, was so gar nicht in einen Rahmen reinpasst, zwischen Eisschollen im Eiswasser zu schwimmen, dann entwickelt man auch eine Motivation und einen Wille, wo man sagt, okay, ich kann aber, glaube ich, echt viel erreichen, wenn ich es nur will und dann aber in Baby Steps alles schön nur plane und die Schritte auch gehe. Sieht doch gut aus, ich zitter jetzt schon. Los! Ja, 8, 7, 8 Grad.